Und wer viel isst, ich sage nur gespickte Herzerl in Rahmsoß, der hat dann natürlich auch einiges zu verbrennen. Dazu gibt es jetzt Gelegenheit. Der 24-Stunden-Extremtour rund um den Neusiedlersee. Das sind immerhin 120 Kilometer. Also ein vielfacher Marathon, ein wahrer Weg des Leidens. Aber es tun sich trotzdem viele, viele jedes Jahr wieder an. Und vom Neusiedlersee meldet sich jetzt unser Kollege Philipp Dirnbeck. Philipp, wie viel sind denn heuer am Start? Ja, in diesem Jahr gibt es einen neuen Teilnehmerrekord, denn über 7000 Menschen sind heute rund um den Neusiedlersee zu Fuß unterwegs. Zum Vergleich, im ersten Jahr 2012, da waren es gerade einmal 58 Menschen. Neben mir ist jetzt einer der Organisatoren, Tobias Monte. Herr Monte, was ist so das Besondere am 24-Stunden-Burgenland-Extremlauf? Das Besondere ist, wir sind mittlerweile von 58 auf wirklich 7000 gewachsen und das ist eines der größten Wintersport-Extrem-Abenteuer Europas. Und das Besondere ist dieser extreme Spirit, das Miteinander, das Wettbewerbsfreie, das Laufen oder Gehen zu einer Jahreszeit, wo man eigentlich sich nicht so oft draußen aufhält. Und wir verbringen die meiste Zeit mittlerweile drinnen und wir bieten hier ein Angebot für Menschen, sich draußen zu bewegen, in der freien Natur zu bewegen, von 18 bis 84, unsere ältesten Teilnehmer, einfach zu laufen, zu gehen, den Spirit einzuatmen. Und das Schöne ist, dass die Menschen miteinander gehen, nicht gegeneinander. Und jeder nimmt auch für sich etwas mit. Und so lange dann Distanzen zu gehen, man kommt in einen gewissen Flow hinein, man gewinnt mentale Stärke, aber natürlich auch kommt man auch an seine Grenzen, seine körperlichen. Was kann man sich vorstellen, wie schwierig ist das? Ja, nach einer gewissen Zeit des Gehens, also zum Beispiel, wenn man die 120 geht, dann ist man wahrscheinlich nach 60 Kilometern ziemlich am Ende. Also sozusagen als Otto-Normal-Sportler oder Freizeitsportler, so wie wir es zum Beispiel sind, da kommt man dann körperlich an seine Grenze und man spürt halt jeden Knochen und jeden Muskel. Und der Kopf, viel passiert halt viel im Kopf dann, ja, was man halt dann wirklich bewerkstelligen muss. Und da wächst man über seine Grenzen hinaus, sprichwörtlich. Ja, und hinter uns, da kommen auch schon die ersten Teilnehmerinnen und Teilnehmer ins Ziel und holen sich verdient ihre Medaillen ab. Und damit geben wir wieder zurück ins Studio nach Wien. Danke für diesen Live-Bericht.